Herr Zittlau, schön, dass Sie da sind. Freut mich sehr. Sie sehen, das Publikum, Herr Zittlau, ist gespannt, was Sie uns sagen werden. Aber Herr Zittlau, ist es nicht so? Die Werbung ist doch schon so facettenreich, dass man meinen könnte, eine Neuerung sei hier gar nicht mehr möglich. Jo. Ja. Das stimmt, Herr Lück. Ja, gut, aber Sie haben sich doch scheinbar etwas Neues einfallen lassen, Herr Zittlau. Ja. Ja, soll ich erzählen? Ja, bitte. Also ist so, wenn Sie zum Beispiel vor dem Fernseher sitzen, dann kommt dann Werbung. Ja. Zum Beispiel, na, Fruchtzwerge, Jakobskaffel, ja. Persil, der Ford Galaxy. Ein, hör zu, ja, bis hierhin habe ich es verstanden, Herr Zittlau, ja. Ja. Ja, und dann gehen Sie in den Supermarkt, ja, in die Kühltheke, mhm, und wollen Fischstäbchen kaufen, zum, mhm, Beispiel. Mhm. Nur zum Beispiel. Mhm. Und dann stehen Sie da und wissen überhaupt nicht mehr, weil es ja so vieles in der Werbung zu sehen gibt, was Sie kaufen wollten. Und dann komme ich ins Spiel. Passen Sie auf. Ja. Captain Iglo! Captain Iglo! Captain Iglo! So, ja. Gut, das habe ich jetzt vernommen, aber Herr Zittlau, bitte, was ist denn der Trick dabei? Ja, ich sage es Ihnen. Ja, bitte, bitte. Ja, ich sage es Ihnen, habe ich doch gerade gesagt. Entschuldigung, Zittlau, aber sind Sie im falschen Film oder was? Ja. Was haben Sie mir denn gerade gesagt? Nein. Ja, jetzt ist mir das Missverständnis auch geläufig. Ich habe gesagt, ich sage es Ihnen. Und der Trick ist, ich sage es Ihnen, wenn Sie zum Beispiel im Supermarkt an der Kühltheke Fischstäbchen brauchen, dann ist der Trick. Und dann sagen Sie, Captain Iglo, Captain Iglo. Ja, ich sage Captain Iglo. Jetzt ist es mir klar, Herr Zittlau. Sie trägt dann also den Kunden die vergessene Werbung ein. Ja. Gut, aber ich glaube, Ihr System hat doch Schwächen, ja? Was ist denn, Herr Zittlau, wenn jemand etwas anderes bevorzugt als beispielsweise Captain Iglo? Ja, Herr Lück, ich muss sagen, mit dieser Frage habe ich gerechnet, ja? Wenn jemand was anderes will als Captain Iglo, kein Problem. Moment. Bofrost! 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 Also gut, ich habe verstanden, Herr Zittlau, das bedeutet, Sie laufen den ganzen Tag durch einen Supermarkt und murmeln irgendwelche Markennamen vor sich hin. Zum Beispiel Maika grobe Leberwurst, Bonduelle Brechspönchen oder ein Schlauchmuffenaufsatz mit 12 Atü. Kann man alles machen. Oder alternativ, ich komme zu Ihnen nach Hause. Ja, wenn Sie Fernsehen und die Werbung ist vorbei und der Film läuft schon wieder, mache ich immer nur Werbung. Das macht Spaß. Ja, natürlich, Herr Zittlau. Das ist eine ganz, ganz tolle Idee. Ja, Sie erinnern Trick. Also die Leute an Dinge, die, ja, Sie schon lange wieder vergessen haben, ja, durchs einfache Zurufen. So, ja, ist es, jawohl. Jogginganzug waschen. Jogginganzug waschen. Jogginganzug waschen. Jogginganzug waschen. Jogginganzug waschen. Herr Lück, ich muss los. Ich habe gerade eine Idee gekriegt. Ich muss los. Tschüss. Wollen wir